So, Leute, herzlich willkommen im nächsten Part von Let's Play Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Und im letzten Part sind wir in der Wolkenstadt angekommen, um den Schmugglerring aufzulösen und außerdem die Hinterbliebenen anzugreifen. Wir müssen Desan suchen und die feindlichen Truppen angreifen. Neue Feinde erwarten mich hier. Mit neuen Waffen, oh. Geil. Ja, komm. Ein imperiales Schnellfeuergewehr, okay. Fail, okay, aber egal. Moment mal. Geil. Wow. Und wir müssen diese R4-Einheit beschützen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. R5! Sorry. R5-Einheit beschützen. Ja, da das gerade mächtig in die Hose gegangen ist, mal wieder. Weil da diese scheiß Kontaktminen sind und eben auch die Feinde, war das jetzt nicht ganz so, unfail, ja. Egal, versuchen wir es einfach nochmal. Schadet ja jetzt. So. Diesmal mache ich sogar besser fertig als letztes Mal, dann ist das auch okay. Aber das Gewehr ist ganz cool, Ist so ein Klonblaster noch. Auch zu sehen in Episode 4 von Chewbacca im Gefängnisblock. Ja, genau. Der hat da auch so einen Teil. Irgendwie hält der das jetzt hier zwar einhändig, aber es ist halt Katarn, also da muss man gar nichts mehr dazu sagen. Muss man auch gar nichts mehr in Frage stellen oder so. Ist halt bei dem einfach so. So, und jetzt mache ich das hier mal schneller fertig. Aua! Sag mal! Leute, nächstes Mal speichere ich echt ein bisschen früher. Das ist ja beschissen, Alter! Egal. Und los. Und lassen uns schön hochtreiben. Bevor der auch nur seinen zweiten Schuss abgeben kann. Dann fertig. So, jetzt gehe ich mal in die Außenperspektive. Der ist schon lustig. Und ja, eigentlich sieht es anders aus. Eigentlich ist es das imperiale Schnellfeuergewehr, wie es ja hier schon heißt. Aber... das sieht langweilig aus. Okay. Okay, jetzt reicht's mir. Die können mich mal richtig am Arsch, Alter. Frag ich während ich weiter. Nein! Jetzt nicht! Meine Güte. Bin ich hier nicht diesen scheiß Droiden los? Jetzt oder was? Ja. Ah, ich habe schon mal meine Munition auf. Okay, du hast mir wirklich sehr geholfen, Droide. Du hast einen kleinen Schalter umgelegt, der nichts bewirkt hat. Und dafür musste ich dich jetzt beschützen. Echt ganz saubere Arbeit. Toll. Also mit der ersten Waffe fertig, ja. Aber jetzt bin ich auch ziemlich am Arsch. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen heilen. Ach ja, der Würgegriff ist dazugekommen.
weiterhin, ja, ist alles ist eigentlich gleich geblieben. Immerhin eine neue Machtkraft. Na, jetzt schaue ich da hier gerade noch mal ein bisschen, ob ich hier nicht irgendwo Bacta oder so finde. Ohne Scheiß, ich brauche das Zeug. Da ist noch zwei, das sind noch zwei große Schildenergien. Ah, seht ihr, es lohnt sich doch immer zu suchen. Ja, so, jetzt geht's ja wieder gut. Aber wenn der Schild vergleichsweise echt schnell weg ist. Vergleichsweise, nein, überhaupt. Ohne Scheiß, der ist ja ziemlich schnell aufgebraucht. Reichen ja drei Schüsse beim normalen Blaster oder so, aber immerhin. Ohne Schild wäre ich nach vier Schüssen tot. Allerdings wehre ich ja jetzt auch einige Schüsse mit dem Lichtschwert ab. Solange ich es denn benutze, ja. Die haben jetzt zum Beispiel keinen müden Schadenspunkt gemacht. Schildenergien da sind irgendwie nutzlos, deswegen. Hier ist Munition für das imperiale Schnellfeuergewehr. Oder aber für das, was es bei mir ist, das DC-15A. Bitteschön. Bam. Du bist keine Gefahr mehr. Man kann übrigens auch alle Schüsse mit dem Machtstoß zurückschmeißen. Wenn ich, uns alle, natürlich alle, neben allen Tamal-Detonatoren auch natürlich auch normale Schüsse. Das ist ziemlich witzig. Tja, mehr gibt's eigentlich nicht dazu zu sagen. Was kann ich jetzt in dem Raum machen? Gar nichts. Das ist ja auch toll. Wozu gibt's denn dann? Egal. Lass mich raten. Ach, ein Reborn. Cool. Komm mal her, Reborn. Born. Born. Born to be alive. Mysteriöser Lichtschwertschwinger, du wirst sterben. Okay, das ist jetzt wieder ein geiler Kampf, oder? Kann ich den eigentlich? Ah, wirken kann ich ihn nicht, okay. Geistestrick funktioniert bei dem auch nicht. Egal, komm, ich heile mich ein bisschen. Also wer lacht hier als letztes, hä? Ach, reicht's ja mit dem. So. Genug gespielt. Also nicht in dem Sinne, nein, niemals. So, die zwei Schildenergien, wo waren denn die gleich nochmal? Die waren noch da, genau. So. Dann nochmal schön den hier. Und wir sind bei vollen Vital Signs. Dann kann es ja weitergehen, hm? Gehen wir mal auf in den nächsten Room. Nicht schießen, wir sind auf derselben Seite. Sie müssen Katarn sein. Lando hat uns zu ihrer Unterstützung geschickt. Teile von uns versuchen, diesen Sektor der Stadt zurückzuerobern, aber das ist keine leichte Aufgabe. Der Ort wimmelt nur so von Relos Banditen. Unsere Leute werden ihnen helfen, wo sie nur können. Viel Glück. Danke gleichfalls. Okay, gut. Ich finde es sehr fair, dass er nicht schießen gesagt hat, obwohl wir eine Nahkampfwaffe haben. Aber... Na, zeig mal, was eure Blaster... Bam! Okay, ich zeig mal, was mein Blaster drauf hat. Zack. Oh, leck, ist das geil. Dieser Wechsel zum Lichtschwert. Zu einem Seitensprung und dann ist es auf einmal da. Ich liebe es! Was willst du jetzt da oben? Ich glaub, du Spensch. Mal kurz weggeschmissen. Geile Machtstoß 2. Der erfasst jetzt nicht mehr nur das, was in meinem Zielkreuz ist, sondern auch das in dessen Umgebung. B.
Bäm! Aber voll erwischt, ey. So, wie ich das jetzt nicht bemerkt hätte. Das ist alles, was ich brauche. Und den da sollte ich vielleicht auch noch beseitigen. Ja. Au. Ohne Scheiß, die Scharfschützen sind so dermaßen unnötig. Hä? Irgendwie kann ich nirgendwo hinschießen, ist auch okay. Schieß ja nicht auf mich, Mann! Ja, okay, ich bin da mit dem Lichtschwert. Ja, gut. Ach ja? Ja? Okay. Toll, mein Zustand ist wieder richtig scheiße. Habe ich noch was? Ja. Okay. Passt jetzt zwar nicht so wirklich, aber... Okay. Na gut. Ah, Ja, sage mal! Hallo! Ja, den können die mal fertig machen mit ihren süßen Waffeln. Ja, jetzt habe ich hier, glaube ich, mal alles abgesucht. Passt. Passt so weit, gell? Okay. Oder anders ausgedrückt, du hast Angst und scheißt dir gerade in die Hose und willst deswegen nicht mitkommen. Gell? Ich weiß es doch. Ich mache ja auch blöde Sache hier. Und sie habe ich gerade voll niedergeschnetzelt, aber gut. Das gefällt mir so. Also kurz nach Suche ist irgendwas? Nee. Schön hier rüber hechten. Oder der hechtet doch voll hier. Bam. So, hier ist ein Schildgen. Den habe ich mal kurz benutzt. Meine 4% da wieder aufzufüllen. Genau, Dokobere, Baby, Rebere. So sehe ich das nämlich. Und zack. Wir sind bereit, Commander. Führen Sie uns. Alles klar, kommt mal mit, Jungs. Oh, die Granate hat er jetzt nicht erwischt. Finde ich gut. Hä? Und abrollen. Feuer frei! Oh! Vor dir hab ich keine Angst. Geh Jugendhaus lernen. Oh, scheiße. Da oben. Willst du mich jetzt auf den Arm nehmen? Zeig, was eure Blaster drauf haben. Okay, jo, genau. Und abrollen. Das funktioniert immer. Eigentlich nicht, aber gut. Macht Würgegriff, ist geil. Seht mal, wie ich die jetzt gerade mit der Macht umbringe. So, ein paar Schildgeneratoren aufgesammelt und das hier dann betätigt. Geht bestimmt jetzt eins der Tore auf. Jawohl. So. Zwei davon. Auch nicht schlecht. Ah! Boah, das wird jetzt knackig. Und komm! Nein! Okay. Ah! So.
Und schnell wieder zurück, um ein bisschen Schild nachzusammeln. Scheiße, kann ich nicht. So ist versiegelt. Riecht mir nach einer Falle. So. Gibt's vielleicht hier auf der Seite noch irgendwas? Da vorne ist vielleicht eine Wand, durch die man durchlaufen kann oder so. Ah, oh, die Machtgeschwindigkeit ist jetzt viel schneller. Hätte so ruhig was hinlegen können, oder? Oh, das ist so geil, viel schneller, die Machtgeschwindigkeit Stufe 2. So, verbraucht halt auch ein bisschen was. Ich glaube, mich da dunkler an was zu erinnern, deswegen speichere ich mal ab. Okay, nee, muss man jetzt nicht neu laden, deswegen. Gott. So viel dazu, so viel dazu. Oh! Wer geht zu Gita? Ihr Frivolen. Dich schnetzle ich ab. Boah, ich muss hier schnell raus. Wow, wer ist denn da? Das Imperium. Was machen die hinter dir? Alter. Lol. Ich wurde erschossen. Okay, diesmal behalte ich aber meine ganze Energie. Wie viele Granaten schleppt der nicht mit euch rum, hey? Das wird doch echt krank gestört. Okay, jetzt geht's mal weiter. Nicht schlecht ausgewichen, muss man schon sagen. Das ist voll der Todesflur. Okay, den restlichen Todesflur gehe ich mal schneller. So. Sturmtruppen? Was machen die Hinterbliebenen hier? Sehr gute Frage, Kyle. Sehr gute Frage. Keine Ahnung. Finden wir es raus. Und Schild. Jawohl. Und 5 Bagdad-Kanister. So. Oh, diese Sprüche kennen wir doch noch. Einen Scheiß. Mit denen ist. Mach die Augen zu, dann weißt du, was mit denen ist. Aua. Aua, der Sturmtrupp wird verletzt und ich sag aua. Wow! Was ist denn jetzt das? Eine ganz andere Farbe als die anderen. So,
Boah, leck, der ist heftig, der ist richtig heftig, das spüre ich schon. Dann sieht man seine Abwehr. Unglaublich perfekt. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, fast hätte ich ihn doch gehabt. Ha! Wenn man das. Irgendwie einen anderen Kampfstil als ich. Nämlich den schnellen. Ja! Yeah, erwischt! Geht doch. Was noch viel wichtiger ist, wo kam der nicht her? Ach, von dem Vorsprung da. Der da gechillt, bis ich da komme. Sage mal. so. 79 Feinde habe ich ausgeschaltet. Viel zu oft geworfen, ein paar Blöcke. Und damit sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao.